Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FIFA 23 Manchester United Karriere. Heute geht es weiter. Wir sind in der Wintertransferphase 2027 im Januar. Haben ja nicht unbedingt vor, was zu machen, aber es kann ja immer irgendetwas passieren. Haben noch zwei auslaufende Verträge. In der letzten Folge haben wir, ich glaube, mit Jalo war es unter anderem verlängert. Und bei Sabitzer als auch bei Luke Shaw wären wir jeweils bereit, bei ja, passendem Angebot die beiden ziehen zu lassen. Der Blick auf die Tabelle verrät uns, dass es noch spannend ist in der Liga. Wir sind aktuell Erster und haben als nächstes, haben 6 Punkte erstmal Vorsprung vor City und den Wolves und haben als nächstes Tottenham vor der Brust. Gegen die haben wir in der letzten Folge schon gespielt. Es war ein Wahnsinnsspiel. 5:4 ausgegangen. Also wer das nicht gesehen hat, der muss nochmal reinschalten. Ich denke aber, das werden wir dann heute lange simulieren. Schnellsimulation gegen Burnley, Selbstspielen gegen die Gunners, dann haben wir Transfer Deadline Day und dann gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Wenn euch das ganze Projekt gefallen sollte, dann lasst gerne auch heute wieder einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Alle 4 Tage kommt eine Folge der Manchester United-Karriere und wir haben ein interessantes Angebot für Vinicius Sousa und zwar von Paris Saint-Germain. Im Sommer waren wir da noch in Verhandlungen mit Barca, die waren nicht bereit, 60 Millionen zu zahlen. Jetzt steht hier, könnten wir bis zu 90 verlangen und das ist tatsächlich eine Sache, über die wir nachdenken müssen. Wir sehen, Luke Shaw könnte ablösefrei zu Monaco gehen, da hätte ich nichts dagegen. Leihangebot für Mason, das können wir schon mal ablehnen, aber über Sousa müssen wir nochmal reden. Der Brasilianer sollte ja in dieser Saison das Erbe von Casemiro antreten und das hat er teilweise auch getan. Also ihr seht es, 22 Einsätze, damit ist er ganz weit vorne dabei, was die Einsätze auch angeht. Nur so richtig überzeugt hat er jetzt nicht unbedingt. Also wir haben auch immer wieder dann auf der Sechserposition mit anderen Spielern gespielt. Beispielsweise ein Struik hat er mal gespielt, dann auch mal ein Kenneth Taylor oder auch ein Sabitzer ist dann natürlich für die Rückrunde auch eine Option. Weshalb ich es nicht ganz ausgeschlossen halte, aber Paris, die müssen richtig Kohle jetzt hinlegen, damit sie den im Winter von uns loseisen könnten. Gut, das passiert aber nicht, weil ich habe mich verdrückt und damit ist das Ganze passé. Ich habe es nämlich direkt angenommen und das war nicht die Absicht. Und deshalb, ja, habe ich die Karriere neu geladen. Ist ja bis jetzt nichts viel passiert und es ist halt kein Angebot da. Auch nicht für Luke Shaw, der wird somit also nicht zu AS Monaco gehen. Ich glaube, die hätten sich aber auch beim Gehalt nicht einigen können. Ja, kleiner Fail zum Start der Folge, aber passiert. Wie gesagt, Vinicius Sousa hätte ich sowieso nur für 90 Millionen abgegeben und ob das Paris ja bereit gewesen wäre zu zahlen, halte ich sowieso für unrealistisch. Deshalb machen wir jetzt gleich weiter gegen Tottenham. Die sind Achter, wir sind Erster, wir gehen rein in die lange Simulation. Und zwar mit Vinicius Sousa in der Startformation. Also der kann gleich beweisen, dass mein kleiner Fail hier zum Start der Folge kein Fehler war. Und wir dort somit alles richtig gemacht haben. Wir gehen rein in die lange Simulation gegen die Spurs. Ja, und geht gleich super los für uns. Wahi trifft nach 6 Minuten zum 1-0. 5 Minuten nur noch bis zur Pause. Wir sind die spielbestimmte Mannschaft, ohne aber die ganz, ganz großen Chancen zu haben. Versuchen uns jetzt hier mal mit dem Durchwühlen. Klappt nicht. Sieht nach einem Pausenrückstand aus. Irgendwann in der 60. oder so würde ich dann halt reingehen. Ja, und wieder auch in Durchgang 2, direkt eine Riesenchance für die Spurs, also da, ja, riskieren wir hier ein 2-0, was dann schon, ja, komm Leute, Alter, also wirklich, Spurs haben komplett nicht mitgespielt in der ersten Halbzeit, bis auf die 6. Minute und jetzt hier wieder ein frühes Tor, auch in Durchgang 2, also das ist echt nicht gut, wir gehen rein in die Partie, müssen 2 Tore aufholen, dass wir viele Tore gegen diese Mannschaft schießen können, das wissen wir aber. Die Partie braucht neue Ideen und wie so häufig ist es der Ex-Spurs-Spieler im zarten Alter von 33 Jahren, mit ihm haben wir auch in der letzten Folge den Vertrag um wieder ein Jahr verlängert, kommt Eriksen auch heute wieder rein und zwar von der Bank gegen seinen Ex-Verein und soll jetzt ja den Abwehrriegel da hinten ein bisschen auflockern. Boah, erstmal gibt es aber die Chance fürs 3-0 hier durch Baku. Sancho steckt ihn durch für Isak, ja, nee, also vorne, das ist auch alles nicht so das Wahre. Wir sind doch irgendwie nicht so, also ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt auch. Doppelpacker Wahi wieder im 16er. Wir kommen nicht in die Partie.
Und deshalb wird jetzt nochmal fleißig gewechselt. Holloway, Moreira und Malacia besprechen sich dann nochmal zu dritt, schwören sich ein, um jetzt hier in den letzten 15 Minuten das Ding nochmal zu drehen. Isak, Mason und auch Rashford gehen raus. Sancho wechselt die Seite. Moreira im 16er, Dalot, Eriksen. Aber ihr seht diesen Block da hinten, ne? Das ist schon wirklich nicht leicht, dort die Lücke zu finden. Sancho dribbelt mal an, dann Moreira. Aber der letzte Pass, er kommt einfach nicht durch. Eriksen nochmal in die Tiefe für Jadon Sancho. Kriegen wir jetzt irgendwie noch eine Bulette hin oder war's das? Bruno, Moreira, ne. Einen letzten Einwurf gab es jetzt noch. Eriksen nochmal aus der Distanz abgefälscht. Aber nein, wir verlieren 2:0 gegen Tottenham durch den Doppelpack von Vahy. Das ist ein schlechter Start in die Folge. Ja, trotz der Schützenhilfe von Tottenham weiß unsere Konkurrenz das nicht so richtig auszunutzen. Die Wolves verlieren, City spielt unentschieden, damit haben wir immer noch 5 Punkte Vorsprung. Puh, und jetzt kommt Manchester City, unser Stadtrivale, mit einem Angebot für unseren Shootingstar Fran Guardado um die Ecke. Da haben sie natürlich gar keine Chance, also den gebe ich nicht her. Ach, und guck mal, ein neues Spiel ist aufgeploppt. Und zwar im EFL Cup wahrscheinlich. Timber werden wir nicht verkaufen, auch wenn er nicht erste Wahl ist. Und in der Realität, was mich als Arsenal-Fan sehr freut, wahrscheinlich zu den Gunners wechseln wird, behalten wir ihn. Ja, und dann haben wir hier tatsächlich ein Spiel im EFL Cup, oder? Ne, das ist FA Cup. Ja, das werden wir dann auch noch mitnehmen in dieser Folge als lange Simulation. Jetzt aber erstmal Premier League gegen die abstiegsbedrohten Jungs aus Burnley. Wir brauchen eine Reaktion nach dem Tottenham-Spiel. Gibt es auch 3:1 gewinnen wir. Holloway, Moreira und Bruno treffen. Dann gehen wir rein in die lange Simulation machen wir hier mal lieber. Ist ja FA Cup, den wollen wir gerne am Ende als Trophäe mit nach Hause nehmen. Deshalb lange Simulation, die zweite. Ich hoffe, dieses Mal läuft es etwas besser. Viel Rotation, Sabitzer in der Startformation. Auch unser zweiter Torhüter Petrovic spielt wieder mal. Ja, aber dennoch müssen wir natürlich gewinnen. Ja, aber wir tun uns einigermaßen schwer hier in den ersten 25 Minuten. Ja, also wir sind natürlich die bessere Mannschaft, aber man könnte jetzt auch schon führen, sagen wir es mal so. Stattdessen muss Petrovic ein erstes Mal ran. Und so bleibt es bei der Pause bei einem 0:0, wo beide Mannschaften gleich viele Torschüsse haben. Leute, das ist, ja, nicht das, was ich mir erwünscht habe. Jetzt aber, jawohl. Zum Beginn von Durchgang 2. Isak nach einer Standardsituation mit dem Tor. Und vielleicht das zweite hinterher, jawohl. Fran Guardado, gerade noch von Manchester City umworben. Jetzt trifft er für die richtigen Farben in Manchester, und zwar für die roten Farben. Und ein 3:0 kommt auch noch hinterher durch Moreira. Mittlerweile 5-mal gewechselt und die nächste Gelegenheit. Und das 4:0 über die drei Joker, Garnacho, Holloway und Mason. Die letzten Minuten laufen in einer zweiten Halbzeit, die richtig stark war. Mason schnürt sogar noch den Doppelpack. Und ja, nachdem die erste Halbzeit wirklich enttäuschend war, sind wir in der zweiten dann richtig, ja, ein Gang, zwei Gänge, drei Gänge nach vorne geschaltet und gewinnen am Ende völlig klar, völlig deutlich, völlig verdient 5:0. Was? Wo kommt das her? Ja, gut. Shaw wechselt zu Arsenal, also soll mir recht sein, habe ich kein Problem mit. Aber ich wusste nicht mal was von dem Transferangebot. Ich wusste auch von dem von Jallo nichts. Was ist das denn mal wieder für eine Genialität? Ja, nice. Hä? Wann soll das reingekommen sein? Wann? Am 24. Am 24. Hä? Ich hatte gar keine Chance zu reagieren. Wir haben am 23. gespielt und er hat mich gleich am 25. geschickt. Ich habe keinen Tag vorsimuliert, oder bin ich dumm? Das muss ich mir im Video nochmal angucken. Habe ich einen Tag vorsimuliert direkt und nicht vorher die E-Mails gecheckt? Das kann sein. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Habe ich erst auf Weiter gedrückt, ohne in die E-Mails zu gucken? Boah, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe damit kein Problem. Es wundert mich nur krass.
Ja, und damit wechselt er zu dem Verein, gegen den wir als nächstes spielen, nämlich gegen die Gunners in der Liga. Nur Achter, aber ja, Luke Shaw dort vielleicht dann in der nächsten Saison nochmal eine größere Rolle, weil bei uns wird er die nicht mehr spielen. Hat in dieser Saison zwar durchaus Einsätze gesammelt, 12 Stück, aber ihr seht es, ne? 4 gerade mal in der Premier League, die meisten davon, also die meisten Einsätze in den Cup-Wettbewerben, also... Der Wechsel macht Sinn und ich hoffe, dass er bei den Gunners dann nochmal eine gute Zeit hat. Dann gehen wir rein gegen den zukünftigen Arbeitgeber von Luke Shaw. Das ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht von Arsenal geplant gewesen, das direkt vorm direkten Duell hier zu präsentieren. Aber wir werden trotzdem gewinnen. So offensiv bin ich jetzt mal, dass wir im Duell Erster gegen Achter natürlich trotzdem der absolute Favorit sind. Da ändert auch hier so ein kleines Wechseltheater nichts. Und ja, für uns war die Situation ja immer klar, wir wollen Luke Shaw ja loswerden, ist jetzt zu viel gesagt, aber wir sind bereit, ihn abzugeben. Und die Gunners scheinen ihn gebrauchen zu können und deshalb ist es, glaube ich, ein ganz cooler Fit. Für Shaw, er bleibt in England, ist auch sehr realistisch und es geht dann nochmal in eine Stadt etwas weiter südlich. War ja dann hier in der Karriere jetzt auch 11 Jahre, glaube ich, im Verein, also das ist schon echt eine lange Zeit. Und das ist unsere heutige Startformation, wo er wieder einmal fehlt in der Premier League. Sabitzer dafür sehr überraschend in der Startformation und Sancho heute mal über links, Rashford heute gar nicht im Kader. Moreira startet über rechts, Isak vorne. Christensen und Bruno vor Sabitzer, der wie gesagt eine kleine Überraschung ist. Messier, dann Viererkette und auf der linken Seite, wo jetzt gerade, boah, wer spielt denn da? Ich glaube dieser Kakare war es, spielt. Könnte dann in der nächsten Saison Luke Shaw spielen. Genauso sieht es aus. Mal gucken, wie das dann aussehen wird. Auf jeden Fall die Gunners Achter. Klar, die können hier mit einer Überraschung natürlich uns ärgern, aber grundsätzlich sind wir in der klaren Favoritenrolle. Erste Chance gehört auch gleich Arsenal. Ja, super Start. Ey, gefällt mir richtig gut bis jetzt die Folge. Es läuft alles wie am Schnürchen. Überhaupt gar nichts läuft schief. Fagioli trifft nach wenigen Minuten, weil wir uns so dumm und dämlich hinten anstellen. Ey, da wird mir richtig warm. So sauer macht mich das. Guckt es euch an. Erst schlecht von Jalot, dann schlecht von Mason, dann schlecht von Lisandro Martinez, dann schlecht von Mamardashvili. Also wirklich großartiger Start in diese Partie, direkt der Rückstand. Da muss eben eine schnelle Antwort her. Dalot probiert es mal mit einer Flanke, die wird dann aber auch direkt wieder abgefangen. Also irgendwie, ja, ist halt so ein bisschen der Wurm drin. Ja, klar, Mason, nee, den Ball konntest du nicht treffen, hast ja nur im letzten Spiel 2 Tore gemacht. Ihr seht die Tabelle, es sieht immer noch alles sehr gut für uns aus, aber hier heute zu verlieren, das würde mich persönlich auch einfach extrem stören. Also das kann es ja nicht sein. Jadon Sancho, starker Ball von Eriksen, rutscht durch zu Moreira. Och Leute, Alter. Um ein Haar hier das 2-0. Ich glaube, es hackt bei euch da hinten. Es ist doch wirklich krass. Was ist das denn für eine Folge? Moreira, durchgesteckt, Isak. Come on, das muss jetzt jeder Ausgleich sein. Isak, Messier hält den. Ah, der einzig wirklich gute Spieler im Kader. Dieser Gunners-Mannschaft hier in FIFA im Karrieremodus ist dann auch noch der Torwart. Ja, ansonsten ist es ja wirklich eigentlich eine Truppe, wo man sich fragt, wie die überhaupt Achter sein können in der Premier League. Gut, Fofana, guter Stürmer, Fagioli ist auch noch ganz gut, aber die anderen Namen, Partey kennt man natürlich. Nochmal einer der wenigen Spieler aus der Realität, Tielemans, auch ganz gut. Aber sonst, ja, ist es jetzt keine Übermannschaft. Aber um uns heute zu schlagen, reicht es, weil wir auch einfach richtig, richtig schlecht sind. Richtig, richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Alter, Leute. Bruno, Moreira, Eriksen, Sancho, Jadon Sancho, abgelegt, hallo. Ah, kriegt nicht genug Druck hinter dem Ball. Bruno durchgesteckt, Moreira und Isak. Trusty steht genau im Weg. So, jetzt kriegt Arsenal auch noch einen Freistoß geschenkt hier kurz vor der Pause. Also das ist wirklich, ja, es läuft auch vieles gegen uns. Der ist natürlich auch noch drin. Ach, ey, es ist, was ist das für eine Folge? Also ganz ehrlich, es klappt ja auch alles bei den Gegnern. Bruno, Moreira kann anziehen. Ja, aber Messier hält heute auch alles. Ich glaube, wir machen kein Tor mehr in dieser Partie. Also... sehe ich irgendwie gerade nicht kommen, wie da irgendjemand diesen Franzosen
besiegen soll. In Durchgang 1 hat es nicht geklappt. Arsenal hat 2 Halbchancen, macht 3 Tore ungefähr. Wieder ein 2-0 Rückstand. Wie schon gegen das Scheißteam aus Tottenham. Jetzt auch gegen Arsenal. Und ganz ehrlich, die haben eine Losertruppe hier auf dem Feld. Das ist doch keine Mannschaft, die hier 2-0 im Old Trafford führen kann. Ich kenne 3 Spieler aus der Mannschaft. Also, wie kann das schon wieder sein? Moreira durchgesteckt, Isak, den macht er nicht, den wird er nicht machen. Doch, macht er, let's go, Alter. Hey, das ist wichtig, so, und jetzt gleich weitermachen. 16. Tor schon im 21. Spiel, also die Quote ist wirklich sehr, sehr stark von Alexander Isak. Hilft uns aber auch nichts, wenn wir hier heute gegen Arsenal, ja, das 2. von 3 Spielen verlieren. Aber noch wehren wir uns mit allem, was wir haben, auch wenn es heute irgendwie nicht viel ist an diesem Spieltag. Läuft nicht so richtig viel, aber wir haben immer noch individuelle Qualität, mit der Arsenal nicht mithalten kann. Das war auch gut gespielt. 2:2, Isak mit Saisontor Nummer 17. Und jetzt kann er auch gerne noch ein 18. heute machen. Also wie gesagt, toll gemacht hier über die beiden Portugiesen und dann muss er nur noch einschieben. Sancho, und ist das schon gleich die Gelegenheit, hier einmal alles komplett zu drehen? Nein, aber wir sind dran. Boah, jetzt ist aber erstmal Fofana dran, der spielt einen guten Ball. Jallo früh unten, reicht trotzdem, um den Pass, der es dann am Ende werden sollte, noch abzuwehren. Hallo, Bruno Fernandes, der Kapitän dreht auf, schließt aber nicht ab. Stark gemacht, Mason ist durch, wird er da noch eingeholt, wird er tatsächlich, Moreira, Pfosten, Isak, nee, auch der nicht, und Moreira, nee, Mason ist es, bleibt leider auch liegen. Ja, da will ich kein Risiko eingehen, wir wechseln sofort, auch Eriksen geht runter, Malasia und Mount kommen in die Partie. Die Schlussphase bricht dann, 10 Minuten noch auf der Uhr und Arsenal nochmal mit dem Ball in unserer Ecke nach einer Ecke. Aber sie verlieren hier auch gleich den Ball. Mason Mount und der ebenfalls neu eingewechselte Malasia, vielleicht gleich mit der Konterchance, die wird nichts. Wir wollen das Spiel dennoch hier irgendwie noch gewinnen. Malasia nochmal mit der Gelegenheit über seine Seite. Isak muss nochmal abdrehen. Jadon Sancho kann in die Mitte ziehen. Dann ist Partey aber genau da, wo er stehen muss. Wir bleiben im Ballbesitz. Aber jetzt läuft uns auch die Zeit davon. Wir wechseln zwar noch 3-mal, aber das ist höchstens nochmal für einen Konter. Holloway, Garnacho und Vini Sousa. Das sieht so aus, als wird Arsenal hier uns tatsächlich 2 Punkte klauen. Wobei sie jetzt hier tatsächlich auch nochmal den Ball verlieren. Und Moreira treibt die Pille nochmal in die gegnerische Hälfte. Der Pass ist dann zu kompliziert. Und dann ist Schluss. Ja, 2 Gegentore, die Arsenal nicht jeden Tag so macht. Vor allem das zweite natürlich. Das erste haben wir wieder gepennt. Wie schon gegen Tottenham. Und deshalb geht das in Ordnung, dass wir hier heute 2 Punkte verlieren, weil wir wieder eine schlechte erste Halbzeit gespielt haben. Ja, damit sind wir am Transfer Deadline Day und Mason fehlt zum Glück nur 5 Tage. Ja, gucken wir nochmal schnell auf die Tabelle, wie es dort aussieht. City rückt hier bis auf 3 Punkte ran. Das war echt jetzt eine Scheißphase von uns, muss man so deutlich sagen. Und dann würde ich sagen, werden wir in dieser Folge nur noch den Transfer Deadline Day beenden und dann noch ein Spiel simulieren. Transferphase ist also durch, bedeutet, wir haben einen neuen monatlichen Scouting-Bericht aus Dänemark. Frederik Jakobsen. Potenzial sah zwar kacke aus, aber Gesamtrating wohl ganz gut. Frederik Koch nehmen wir auch mal, also viele Freddys dort unterwegs in Dänemark. Und ansonsten nichts. Waren jetzt auch keine krassen Talente, ne? Also ich glaube nicht, dass die sich bei uns durchsetzen, aber ich wollte sie auf jeden Fall mal mitnehmen, um ein paar Dänen auch im Kader zu haben. Ja, Jakobsen, wie gesagt, gutes Rating, schlechtes Potenzial. Und Koch, schlechtes Rating, gutes Potenzial. Dann haben wir, wie bereits erwähnt, jetzt noch eine Schnellsimulation gegen Brentford vor der Brust nach einer kleinen Verschnaufspause durch eine Länderspielpause. Martinez wird natürlich als zukünftiger Kapitän nicht verkauft. Und wir gucken einmal auf, wo Brentford steht. 15. Platz, okay.
also wieder eigentlich eine klare Nummer. Wir geraten vor der Partie aber richtig in Zugzwang, denn Manchester City ist an uns vorbeigezogen aufgrund mehr geschossener Tore, haben aber auch ein Spiel mehr, also wir können wieder vorbeiziehen, das wäre wichtig zum Ende dieser nicht ideal gelaufenen Folge, das schaffen wir aber immerhin. Rashford mit dem Doppelpack und Isak trifft dann auch nochmal. Damit haben wir in dieser Folge zwar 3 Punkte an Vorsprung einbüßen müssen, aber sind immer noch Tabellenführer. In der nächsten Folge starten wir rein gegen West Ham. Die sind 7 Punkte hinter uns auf Rang 4. Das wird in jedem Falle spannend und es geht auch rein in die Champions League. Gegen RB Salzburg werden wir dort spielen und auch sonst, ja, ihr seht es, der Kalender, der ist jetzt wieder richtig dick gefüllt. Heute war nochmal eine eher entspannte Folge, was den Kalender angeht, aber jetzt geht es dann wieder richtig ab. Chelsea wartet, dann haben wir hier auch noch FA Cup, Rückspiel in der Champions League, Manchester City und dann, ja, ich denke mal, dass wir uns gegen Salzburg durchsetzen. Dann haben wir Viertelfinalpartien. Dann Liverpool, die Wolves, die ja zuletzt auch nicht schlecht waren. Also das wird nochmal eine spannende Saison und ich hoffe, dass ihr dann auch noch am Start sein werdet. Wenn euch die Folge heute auch gefallen hat, auch wenn es jetzt nicht gerade die schönste der United-Karriere war, aber sowas gehört auch mal dazu, dann lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Transfervorschläge für den Sommer in die Kommentare und dann sehen wir uns spätestens in 4 Tagen wieder bei der nächsten Folge der United-Karriere oder morgen bei der nächsten Folge der BVB-Karriere. Bis dahin, macht's gut und ciao.